Es gibt so krasse Neuigkeiten. Vieles, was wir schon die ganze Zeit über C gewusst hatten, hat sich nämlich bewahrheitet. Es gibt offizielle Protokolle des RKI, die jetzt aufgetaucht sind, und man spricht sogar davon, dass die uns auferlegten Regeln gefährlicher waren als das Virus selbst. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, weil wir noch eine intensive Transformation gegen die C-Pieksereien machen werden. Bevor wir jetzt zu diesem krassen Thema kommen, möchte ich euch in eigener Sache darauf hinweisen, dass wir unter dem Video einige Links eingefügt haben für kostenlose Produkte von Smarana. Ihr könnt ein Webinar kostenlos machen und ihr könnt auch verschiedene Tests machen, kostenlos alles. Schaut es euch einfach mal an. Ja, und jetzt kommen wir zu den Protokollen des RKI-Krisenstabs. Die galten die ganze Zeit als Verschlusssache. Niemand durfte sie einsehen. Doch nach einer Klage von Journalisten sind sie nun veröffentlicht worden und sie könnten die Debatte über den Umgang mit der Pandemie abermals anheizen. In den Protokollen kann man nachlesen, dass selbst an den strengen 3G-Regeln, also diesen großen Privilegien für Geimpfte, Getestete und Genesene, es viele Bedenken gab, dass diese die Grundrechte einschränken. Aber dies wurde alles ignoriert. Zudem gab es bereits im Januar 2021 große Zweifel an dem Piekstoff von AstraZeneca, da die Daten für ältere Personen begrenzt seien. Und auch dies hat man tatsächlich ignoriert und diese Stoffe für alle Altersklassen freigegeben. In diesen Papieren ist das sehr deutlich zu ersehen, dass die Maßnahmen alle falsch waren. Ich zeige euch gleich mal den ersten Ausschnitt, damit ihr wisst, von was ich spreche. Und zwar haben wir hier: Das RKI hat Protokolle seines Corona-Krisenstabs herausgegeben. Ein Magazin namens Multipolar aus dem rechtspopulistisch Verschwörer theoretischen Milieu hatte auf die Herausgabe geklagt. Laut einem Bericht von ZDF heute sind zwar weitere Teile der mehr als 1000 Seiten geschwärzt, also man kann nicht alles lesen, aber sie könnten dennoch politische Sprengkraft entfalten. Also es geht aus den Protokollen hervor, wie das RKI am 17. März 2020 die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Deutschen von mäßig auf hoch hinaufstufte. Demnach war die neue Bewertung vom Vortag vorbereitet worden. In den Protokollen heißt es, die Risikobewertung wurde veröffentlicht, sobald jemand das Signal dafür gebe. Also alles gefaked. Dann kommen wir, und das ist besonders interessant, zu diesem Absatz hier, und zwar ein weiterer Punkt in den Protokollen, der zu Kontroversen führen könnte, behandelt das Tragen von den FFP2-Masken. Denn am 30. Oktober 2020 heißt es im Corona-Protokoll, dass die FFP2-Masken eine Maßnahme für den Arbeitsschutz sind. Und wenn Personen nicht geschult, qualifiziertes Personal sind, haben FFP2-Masken bei nicht korrekter Anpassung und Benutzung keinen Mehrwert, ihr Lieben. Das müsst ihr jetzt euch erstmal vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen. Und noch dazu wurde die Maskenpflicht im Winter 2020 noch verschärft. Die Masken wurden in verschiedenen Bundesländern verpflichtend für uns. Also es ist wirklich unglaublich, was hier geschehen ist. Ich schalte mal wieder um. Es ist unglaublich und eigentlich haben wir es ja gewusst. Ja, also es war irgendwie so klar, dass das alles nicht mit richtigen Dingen vor sich ging. Und sie haben hier also uns ziemlich reingelegt, sage ich jetzt mal mit liebevollen Worten. Ich habe auch noch einen anderen Bericht, wo das auch darum geht. Den schalte ich jetzt auch noch mal ein. Und zwar haben wir hier von ZDF heute, und zwar vom 24.03., also recht neu alles, die brisante Corona-Protokolle des RKIs sind also mit politischer Sprengkraft geladen. Und man hat also hier auch,
Sie sagen, Protokolle bieten trotz der vielen Schwärzungen, die da vorgenommen wurden, tiefe Einblicke an den Dingen, die hier also durchgeführt wurden. Und der verhängte Lockdown führte zu niedergewesenen Grundrechtseinschränkungen. Das heißt, Kitas und Schulen wurden ja einfach so geschlossen. Und es galten Besuchsverbote für Altenheime und generelle Ausgangsbeschränkungen. Das ganze öffentliche Leben kam zum Stillstand. Und es heißt also, die ganzen Lockdowns waren eine fragwürdige Grundlage und trugen sehr schwere Konsequenzen. Und zwar Konsequenzen für uns alle, also persönlich für die Menschen, dann Konsequenzen für die ganzen Geschäfte, die plötzlich zumachen mussten und sehr große Verluste hinnehmen mussten. Ja, und dann danach kam dann noch diese Trennung zwischen Gepieksten und Ungepieksten. Und das ist auch alles nicht rechtens. Also das sind in diesen Papieren wurde also auch darüber gesprochen. Und es wurde also daran gezweifelt, ob das richtig war, weil das sind ja alles diese Menschenrechte, die hier missachtet wurden. Und diese Papiere sind jetzt zum Vorschein gekommen. Und ich kann euch nur sagen, lest euch mal in Ruhe durch. Der Link ist unter dem Video. Und ich werde jetzt gleich im Anschluss für euch eine sehr intensive Meditation, eine Heilmeditation machen, die sich um die Gepieksten kümmert, die Energien von Gepieksten, die sie in sich tragen, neutralisieren wird. Eine kolossale energetische Unterstützung und natürlich auch die Löschung von Angstmuster, die dadurch entstanden sind. Und jetzt bei diesem Thema möchte ich euch unbedingt noch darauf hinweisen, dass wir ein Live-Channel-Abend geplant haben. Und zwar geht es darum, um die Stärkung des Bioms. Und das Biom, das ist ja alles das, was im Verdauungstrakt uns zur Verfügung steht und gesund hält. Und dieses ist sehr, sehr wichtig. Und wir werden in diesem gechannelten Gesundheitsabend darauf eingehen und eine große Heilung und Stärkung vollziehen. Der Link ist auch unter dem Video, falls jemand von euch gerne dabei sein möchte. Ja, und jetzt lade ich euch ein zu dieser heilenden Meditation. Und übrigens, da können auch die Menschen teilnehmen, die nicht gepikst sind, denn durch den Umgang mit den Menschen, die gepikst sind, werden ja doch immer wieder Energien übertragen. Und dann haben wir ja insgesamt eine weniger große Belastung, wenn wir alle diese heilenden Energien annehmen. Und Heilung kann ja immer gut sein. Und Heilung geschieht ja auch so, wie es immer für jeden Einzelnen am besten ist. Die Seele entscheidet über diese Heilung. Und wenn du jetzt teilnimmst an dieser Meditation, dann bitte ich dich einfach, dich tragen zu lassen, in dein Herz zu gehen und ganz bei dir zu sein. Übrigens, dieses ganz bei sich selbst zu sein, das ist etwas, was einem stark macht, was einem hilft, durch das Leben im Moment durchzukommen. Und all die Dinge oder sehr viele Dinge, die in letzter Zeit geschehen sind und immer weiter geschehen werden, denn sie werden ja nicht aufgeben, uns zu beeinflussen. All die Dinge kommen nicht so nah zu uns heran, wenn wir in unserem Herzen sind und wenn wir wissen, dass wir hier auf der Erde sind, ein Schulungsplanet und wir nach unseren Gefühlen gehen, denn unsere eigenen Gefühle, die zeigen uns den Weg. Und lasst euch nicht beeinflussen durch irgendwelche Angstmacherei. Das bringt gar nichts. Das ist diese Angstmacherei, das ist eine Illusion, die die Massen kontrollieren möchte und uns letztendlich am Aufwachen hindern möchte. Und vielleicht aber gerade deswegen viele Menschen dazu bringt, aufzuwachen. Und dadurch haben wir einen guten, schönen Effekt von dieser ganzen Geschichte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude dabei. Bei dieser Meditation taucht tief mit mir in die Heilung ein und genießt die Energien. Geliebte Herzensmenschen, geliebte Menschen, Menschheitsfamilie, mit großer Freude
lade ich jeden einzelnen von euch ein, an dieser heilenden Meditation teilzunehmen. Und zwar rufe ich die Heilerengel, die heilenden Heilerengel herbei, dass sie sich jetzt um uns herum versammeln und uns unterstützen. Und so treten hervor die Luminea-Engel aus den Ebenen der Schöpferengel und sie bringen die Frequenz der Liebe und der Heilung in diesem Moment zu dir. Und wenn du bereit bist und allen Engeln, die heute jetzt hier versammelt sind, die dir Heilung übergeben möchten, vertraust, den Luminea-Engeln vertraust, Erzengel Raphael vertraust, Erzengel Michael vertraust, dann spreche jetzt dein inneres Ja aus. Ja, ich bin bereit. Und in dem Moment fließt die heilende Energie zu dir. Zuerst wird Erzengel Michael dein Energiefeld reinigen, und zwar beginnend vom Kronenchakra nach unten bis zu den Füßen. Dein ganzer Energiekörper wird gereinigt von allen Ängsten, von allen Zweifeln, von allen Energien, die sich an dir anhaften und nicht zu dir gehören. Dies ist der erste Teil der Reinigung. Und so genieße jetzt ein wenig, wie die Energien zu dir fließen und das, was falsch ist, mitnehmen. Und nun kommt der zweite Teil der Heilung, der Reinigung. Erzengel Michael wird in deinen Zellen, in deinen Nerven, in deinem kompletten Körper, in deinem physischen Körper die Energien neutralisieren, die du von eventuellen Mitteln erhalten hast, die damals so sehr gelobt wurden. Erzengel Michael wird dich von Schäden, energetischen Schäden befreien und die Reinigung, Transformierung von gepieksten Stoffen findet nun statt. So wurde das transformiert, was dir schadet, was deiner Gesundheit schadet. Und jetzt kommen wir zu der großen Heillichtübertragung. Und so werden nun die Luminea-Engel für dich deinen Körper heilen, deine Zellen heilen und dich in deiner Heilwerdung unterstützen. Dies geschieht mit den Gesängen der Luminea-Engel in der tiefsten Liebe und des höchsten Lichtes des Universums.
Und dies geschieht jetzt. Lasse dich einfach in diese Energie hineinfallen und erlaube dir, so tief wie möglich dich zu entspannen und deine Zellen zu öffnen. Denn dann wird die heilende Energie dich ganz sicher erreichen. Und dies geschieht nun zu deinem allerhöchsten Wohle, so wie es gut für dich ist. Und so genieße die heilenden Wellen der Liebe, die jetzt zu dir getragen werden. Empfange die größte Heilung, die größte Heilenergie und nimm die Heilung an, geliebte Seele. Diese Energie wird dich stärken für alles, was war, für alles, was ist, für alles, was noch kommt. Und so singen die Luminärengel deinen Namen. Sie singen ihn voller Liebe und mit jedem Ton wird die Energie der Heilung in dir verankert. Du wirst gestärkt und dein Licht wird neu erstrahlen. Erkenne dich selbst, erkenne deine Kraft und wisse, dass du so viel mehr wert bist, als jemand dir sagt, dass du so viel mehr größer bist, als du annimmst. Glaube an dich und beginne dich zu lieben, denn die Liebe hat die größte Kraft. Und so werden dich heute, wenn du ins Bett gehst, die heilenden Engel, die Luminärengel begleiten. Sie werden über dich wachen und bei dir sein. Und so kommt alles wieder ins Gleichgewicht und du spürst in dir selbst Harmonie und Frieden, bist eins mit dir und deiner eigenen Welt, erkennst deine Kraft und weißt, dass du beschützt und geliebt bist. Und so verabschieden sich alle Engel von dir. Und du darfst selbst die Worte des Dankes jetzt aussprechen für das, was gerade geschehen durfte. Und dann darfst du in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder langsam in dein Hier und Jetzt zurückkommen. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und diese wundervollen heilenden Energien erhalten hast. In Liebe, in Licht und Liebe, deine Nirjana.